Hey, warte! Wir kommen mit. Keine Lindwürmer mehr? Was? Hast du vergessen, dass sie die Welpen auffressen? Ihr seid da! Und auch noch genau pünktlich! Sehen, in welche Ecke von Muspelheim uns dieser Samen bringt, ha? Mimir, was weißt du noch über die Maske? Nur, dass sie Odins größte Leidenschaft im Leben war. Er hat Aeirs brennenden Ozean überquert bis ins Herz der stillen Matrone, nur um sie zu finden. Es hat ihn seine ganze Mannschaft gekostet, aber wenn man ihm glauben darf, war sie all das Blut mehr als wert. Muspelheim, als wäre ich gerade hier gewesen. Hat Odin dich angestiftet? Ja, Begleitung ist dieses Mal aber besser. Hey, eine Blume. Das müsste Aschenblatt sein. Gut. Kannst du ihn nach Freya sehen? Ja. Schön, dass ich mitkommen kann. Was ist letztes Mal in Vanaheim passiert? Wie hast du Freya davon abgebracht, dich töten zu wollen? Wir reisten in ihr Dorf, um Odins Zauber zu brechen. Nach der Befreiung sah sie ein, dass ich nicht ihr Feind bin. Du hast auch einen sehr unterhaltsamen Moment verpasst, als Brock kopfüber in Freyas Lager hing. Ich hab Freya getroffen? Wie ist er? Anders als seine Schwester. Weniger überzeugt. Stimmt, aber etwas weniger nachtragend. Und ein schlechter Anführer. Er hat das Herz am rechten Fleck. Du wirst ihn mögen. Wow, es ist wunderschön. Und, nass? Es ist auch gefährlich. Gefährlicher als Hel? Freyas Lager liegt rechts. Sind wir in Eile? Der Junge sieht nicht jeden Tag eine neue Welt. Auf zu Freyrs Lager. Mal sehen, wie es den Warnen inzwischen ergangen ist. Ich hoffe, Freya geht's gut. Sie kommt allein zurecht. Wir sehen trotzdem nach ihr. Die Truppen ihres Bruders sind in der Minderheit. Und ich schulde ihr viel. Erinnert mich an ein Lied aus Vanaheim, das ich einst hörte. Hier ist keiner. Wo sind alle? Bleib wachsam. Das gefällt mir nicht, Bruder.
Kratos. Atreus. Schön, euch zu sehen. Unerwartet, aber schön. Du kennst uns? Nicht doch. Bist du, wer ich denke? Du verschlagener Mistkerl. Fast schön, dich wiederzusehen. Und mal in der Gestalt eines Mannes, oder? Fast. So zogen sie dir also den Kopf aus dem Arsch. Vielleicht hörst du jetzt auf, so ein halbblinder, bissbesoffener Lügner zu sein. Er war ein größeres Schwein als ich jemals. Ich kenne dich nicht. Erkennst du dein Werk etwa nicht? Hildi Sveni. Das war, als wir Freya im Wald trafen. Nachdem ich... Oh. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Freya Skylar. Ihr Berater. Und Freund. Berater der Warnen. Und ja, also... Im Exil in Midgard war ich in meiner Keilerform gefangen. Du hast mich erschossen. Auf mein Geheiß. Nein. Mein Fall, mein Fehler. Vergessen. Vanaheim braucht unsere Hilfe mehr denn je. Sogar Mimirs. Los. Und pass auf, wohin du damit zielst. Meine Haut ist in der Form nicht so dick. Wenn ihr bereit seid, gehen wir. Wohin gehen wir? Ich habe eine Bitte. Ich erkläre es unterwegs. Wo ist Freya? Sie wollte hier ihrem Bruder helfen. Sie leitet die Suche nach Freyr und Pikvir. Sie wurden von den Einherjar geschnappt. Wie ist das passiert? Ein Hinterhalt. Seit eurem letzten Besuch sind viel mehr von ihnen hier. Zu allem Übel wurden die Himmelswölfe schon seit Tagen nicht gesehen. Nehme ich zumindest an. Nicht leicht, die Zeit ohne Mond abzuschätzen. Kein Mond. Wie in ihrem Schrein. Ihrem Schrein? Ist eine lange Geschichte. Sollen wir nach ihnen sehen? Ich wäre euch dankbar. Wir haben zu wenig Leute. Und wenn niemand Sköll und Hati helfen kann, dann ein anderer Riese. Er war ein. Folgt weiter diesem Pfad. Dort ist ihr Bau. Viel Glück. Und schieß nicht auf Keiler! Ha. Ob er mir den Schuss auf ihn wirklich verziehen hat? Glaubt mir, Junge. Wenn das alte Schwein noch einen Groll hegen würde, wüsstest du's. Was ist zwischen euch passiert? Das Übliche. Missverständnisse, Gefolgschaftskonflikte, gebrochene Eide. Nichts, was dich belasten sollte. Mich belastet nichts. Reine Neugier. Neugier ist wichtig. Aber Privatsphäre auch. Schon gut, schon gut. Verstanden. Willkommen, Brad. Vorsicht! Uati! Unterkriegen, du schaffst das! Heute spielt dir Achse! Termine, Herr! Vorsicht! Eike!
Wie in Svartelfheim, aber die Luft ist irgendwie stickig. Igros. Was? Igros, griechisch für feucht. Igros, gefällt mir. Sind? Vielleicht von einem Nickel gefressen. Wohl kaum. Weißt du, Junge, dieser Ausflug nach Vanaheim bedeutet, dass du jetzt alle neuen Welten besucht hast. Du hast recht. Nicht viele Sterbliche können das behaupten. Und auch nicht viele Götter. Selbst dein Vater hat die Hallen von Asgard noch nicht beehrt. Ich habe es nicht eilig damit. Hildiswini sagte, Freyr und Pikvir wurden gefangen. Wer ist Pikvir? Ein Lichtall. Ein einstiger Gelehrter mit seiner Frau Bela aus Alfheim verwandt. Sie ist vielleicht ihre beste Kriegerin. Warum die Verbannung? Die ganze Geschichte kann nur er dir erzählen. Aber ich glaube, Baelas und sein Versuch, ihre Völker zu einen, war verpönt. Wie? Baelas, deine Dunkelalbin? Ja. Wow. Tja, gibt sogar noch mehr Fragen auf. Ich hoffe, ihm geht's gut. Der Nicker macht sich stärker!
Die Sonne und Mond gefallen haben. Und Ragnarök. Ich sagte, es sei prophezeit, Junge. Prophezeiung. Von denen hatten wir nach unserer Zeit mit den Normen alle. Aber Odin glaubt noch dran. Deshalb haben die Einherjar ja bestimmt den Mond gestohlen. Er will Ragnarök immer noch vermeiden. Oder er bereitet sich darauf vor, lenkt mit dem Stellvertreterkrieg in dieser Welt seine Feinde ab. Ja, oder so. Was dann? Yeah.
höre sie da oben. Das muss ihr Bau sein. Freust du dich, Skull und Hati zu treffen? Naja, ich kenne all die Geschichten. Sie in echt zu sehen, wird seltsam sein. Legende trifft auf Realität. Zumindest sollte es unterhaltsam werden. Hallo? Ich glaube, sie schlafen. Tja, da haben wir es, die legendären Himmelswölfe. Äußerst unterhaltsam, wie versprochen. Wisst ihr noch ihr Schreien? Sie waren erst wieder am Himmel, nachdem der Mond zurückkam. Und dann jagten sie einen Pfeil über den Himmel. Ja, na dann. Am besten suchen wir den Mond und bringen ihn an seinen Platz zurück, hm? Klingt doch wie die normalste Sache der Welt. Skulls und Hattis Schrei nach waren die Einherjahre beteiligt. Sie haben den Mond in eine Kiste gesperrt, wenn ich mich recht erinnere. Aber kein Hinweis, wo die Kiste ist? Das ist der Haken, wenn man eine Prophezeiung als Karte verwendet, was? Die Details sind recht spärlich. Im Dorf in der Nähe gibt es ein Kriegslager. Eine starke Festung, um die Beute zu schützen. Versuchen wir es dort. Ja, aus der Fini und den Alben gehört noch zu mir. Armee kann man es kaum nennen. Aber Pirgir war Soldat, beschritt einst den Weg des Springers. Er kann sicher mit seinem riesigen, zerbrochenen Schwert umgehen. Springer, der uns nicht töten will. So schlecht. Können die das? Euer Feind. Wachsam bleiben. Ja? Genau. Treffend. Sie wieder. Sie wissen, dass wir kommen. Seltsam, dass niemand hier ist. Verstecken sich. Die Warnen sind nicht alle gestählte Krieger wie unsere Freya. Die Überlebenden des Krieges ziehen es vor, sich im Urwald zu verstecken mit der Natur als Schutzschild. Thank you.
Wand. Wenn ich sie einreiße, greifen wir an. Ja. Leer. Wo sind die alle hin? Halt, da ist die Mond. Kiste? Da unten. Das muss sie sein. Das hier ist ein Hinterhalt. Ja. Von hier oben kommen wir hin. Vorsicht! Nein! Schön Vorsicht! Es ist Bifrost! Go!
Ich hoffe, das reißt ein Loch in Odins Armee. Zumindest fürs Erste. Ich glaub nicht, dass... Halt, da ist die Mond... Kiste? Da unten. Das muss sie sein. Bereit, den Mond an seinen Platz zu bringen? Na gut, ja. Das klingt wirklich seltsam. Hey! Schnell! Jens kommt! Los! Alter, Hinterhalt! Das habe ich nicht kommen sehen. Schön vorsichtig! Wie fallst du? Schon wieder weg! Schnell! Wir müssen rüber! Wasserfall rauf. Komm schon, Kratos, hoch mit dir. Schon wieder weg. Schnell, wir müssen rüber. Da! Sie will den Wasserfall rauf. Da oben. Noch ein Hinterhalt. Ernsthaft? Aller guten Dinge sind drei. Ja, und dann wäre da das. Weißt du, was wir hier gerade tun? All das fällt genauso ab, wie wir es in Sköld und Hattis Schrein sahen. Die Wölfe sind zurück in Vanaheim. Wir retten den Mond. Ja, ich erinnere mich an die Prophezeiung. Und beunruhigt dich das nicht? Wenn alles, was wir jetzt tun, im Jötnar-Schrein passiert ist. Denk an unsere Abmachung. Die Prophezeiung bestimmt nicht unsere Taten. Ja. Unsere Verbündeten brauchen Hilfe. Darauf konzentrieren wir uns. Wow, was ist das? Ein Biber! Fiese Bestie, seid vorsichtig! Nicht packen! Was ist das? Ein Wieber! Diese Bestie, seid vorsichtig! Oika! Hinter dir, Bruder! Blitz, Achtung! Come on!
Sie ist aus Helheim. Heimdall muss sie geschnappt haben, als ich Garm befreite. Ich war dort, aber ich wusste nicht. Und jetzt kämpfst du, um den Schaden gut zu machen. Schuldgefühle helfen nichts. Ja, nein, du hast recht. Gibt's einen Grund, warum wir durchs Dorf gehen? Es gibt einen schnelleren Weg zurück zum Bau. Bist du in Ordnung, Kratos? Ich sehe es.
nicht in Ordnung, Kratos? Er ist schnell! Finde den Nicker. Er macht sie stärker. Hinter dir! Vorsicht! Volker! Rechte Seite! Ja! Und sei still! Linke Seite, Achtung! Huh?
Hierdurch können wir zurück zum Bau. Sie werden uns folgen. Passt gut auf. Vater, warum bist du so sicher, dass wir überhaupt eine Wahl haben, was wir tun? Zweifel können wir uns nicht leisten. Was von Zweifeln? Bisher haben wir alles getan, was die Riesen gesagt haben. Wir treffen eigene Entscheidungen. Nichts zwingt uns. Direkt in Ragnarök reinlaufen. Gibt es keine Möglichkeit, das Schicksal abzuwenden? Dein Schicksal? Wenn wir nicht verhindern, dass... Würdest du den Wölfen den Rücken zukehren? In dieser Welt. Denk an unsere Abmachung. Nicht sicher, ob das der Weg zurück zum Bau ist. Der Junge hat ein paar gute Argumente. Solange Atreus lebt, sei's drum. Das muss klappen. Genau wie in ihrem Schrein. Wenn ich das tue,
Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Tu, was notwendig ist. Nicht, was geschrieben steht. Elta! Gute Wahl, Junge. Sie haben ein Geschenk für uns. Damit können wir sie jederzeit rufen. Das wohl bei einem der Altäre benutzen. Vielleicht weiß Freya Rat. Im Prinzip haben sie uns also die Schlüssel zur Nacht gegeben. Das kann sich doch sehen lassen. Wir sollten zu Hildi Sweeney und ihm von all dem erzählen, ja? Ja. Zurück ins Lager. Ja, immer noch sehr, sehr Ikros. Gefällt mir jetzt nicht mehr so. Derselbe wie vorhin, oder? Nein. Sie kommen schnell zurück, aber nicht so schnell. Was hast du in Asgard noch von Odins Armee gesehen? Also, all die Einherjar, die wir bekämpft haben, die sind schon einmal im Kampf gefallen. Wir töten sie hier und sie wachen in Valhalla wieder auf. Sie sterben nie wirklich. Wenn der Krieg kommt, sollten wir auch eine endlose Armee toter Soldaten haben. Du meinst Wilhelms Armee? Wie in der Prophezeiung. Dazu wird es nicht kommen.